Tada! Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir befinden uns auf Ilium. Und ich denke, wir reden hier gleich mal mit der netten Dame. Hallo. Commander, welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich wollte jetzt eigentlich zu Liara Tissoni, aber die kann es anscheinend nicht. Danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in das Astra, Commander. Dankeschön, Dankeschön. Dann suchen wir die eben mal. Eine Arbeitsgruppe der Batterianer hat Pläne geäußert, den Citadel-Rat zu verklagen. Die Batterianer behaupten, dass Sklaverei ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Kastenwesens ist und die Beschränkung des Sklavenhandels ihre kulturellen Grundrechte verletzt. Ja. Der Zwangsarbeitsmarkt fiel um 3 Punkte. Seine Vertreter gaben der ungewollten Kontroverse die Schuld daran. Schon ein bisschen komisch, ne? Oh, Grant, was machst du denn? Benimm dich doch. Kannst du hier nicht einfach irgendwie... Galaktische Nachrichten zuhören? Nee, haben wir ja gerade schon. 25! Bei 25 verkaufen! Alles klar. Nein, nein, Sie hören mir nicht zu. Ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf. Komm schon, gib mir was. Handelsebene, Eternity War. Lieras Büro. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Weg dahin finden. Administration. Die Ausbreitung der Menschen hat erneut einen Rückschlag erlitten, denn ihre Kolonie auf Horizon wurde angegriffen. Der Rat hat Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Sind Sie Liaras Assistentin? Ja, Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Ist ja nett. Es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Glaube ich. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Können wir eigentlich jetzt reinschauen, oder? Okay, gut. Gehen wir ihm einfach vorbei, ne? Das passt schon. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nick Saris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Mich freut es auch. Es freut mich auch, Sie zu sehen, Liara. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Oh, sorry. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen. Ich brauche eine erfahrene Hackerin, der ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Information beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Okay, mal sehen, wenn was es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum muss ich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Okay. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert.
Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Dentius klingt wie so ein Zahnarzt. Aber okay. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Okay. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Tschüss. Endlich. Wir reden später, Liara. So, jetzt haben wir auf ein Tagebuch aktualisiert wahrscheinlich. Der Rat dachte, Blasto, der erste Spekter der Hanar, würde sich an die Regeln halten. Doch ihm ist egal, ob sein Körper überlastet ist oder nicht. Er fragt sich lediglich, ob der kriminelle Abschaum der Meinung ist, heute sei sein Glückstag. Dann schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst hingehen sollen. Kann ich hier stöbern? Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die Sie haben. Natürlich. Ich kann Sie beraten und herausfinden, welche Optionen für Sie geeignet sind. Ich fand es hier schon immer ein bisschen verwirrend irgendwie. Ich gehe jetzt einfach mal hoch in die Bar, vielleicht finde ich da irgendjemanden. Hallo, hallo. Okay, das ist verwirrend. Aber gut. Machen wir das. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Okay. Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Die Asari sind doch so hoch entwickelt. Und mehr bringen sie nicht zustande? Geld ist immer noch Macht. Immer die alte Leier. Soweit sind sie uns gar nicht voraus, stimmt's? Okay, also das war jetzt Jacob und jetzt kommt Grant. Ich spüre den Hass in der Luft. Aber es wird nicht gekämpft. Als ob sie nicht wollen würden. Habe ich recht? Es kommt mir nämlich dumm vor. So viele Regeln und Worte, nur um zu verbergen, dass man was verbirgt. Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Hallo. Willkommen bei SynIQ. Oh Gott. Nee, danke. Du verdienst jemanden, der dich respektiert. Ja, Gott, diese ganzen Beziehungsprobleme sind furchtbar. Hallo. Verzeihung, ich warte auf jemanden. Oh, sorry. Ja, wir finden jetzt schon eine Lösung. Keine Sorge. Ja. Habe ich irgendwie noch nicht. Sie reden hier immerhin von meinem Leben. Sie haben den Zwangsarbeitsvertrag unterschrieben. Damit trage ich die Verantwortung für Sie. Ich will also jetzt endlich hier mal weiterkommen. Ich will nicht die ganze Zeit rumlaufen, aber ich weiß noch, wo ich das damals gespielt habe, fand ich es hier schon so verwirrend. Und ich finde es jetzt immer noch verwirrend. Also wenn ich dauernd im Kreis renne, tut mir leid. So. Schauen, vielleicht finden wir irgendwie was. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Ich denke, wir gehen mal hier lang. Ist das vielleicht ein Fahrstuhl? Nee, das ist aber ein Weg. Pech auf dem Aktienmarkt, türmen sich die Schulden auf. Oh, hier reden nur zu viele Menschen. Echt, das macht mich schon wieder fertig. Großstadt ist anstrengend. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kyrosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich will doch nicht immer Nachrichten hören. Also ich meine, man sollte ab und zu mal Nachrichten hören. Oh, sei doch mal leise. Mal gucken. Das sieht jemand wie jemand aus, mit dem ich sprechen soll. Wer will das wissen? Jemand mit Fragen. Ich heiße Shepard. Liara Tissoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Als hätte sie selber nicht genug Arbeit. Voll ja, gemein. Ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Lassana Dentius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert.
Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Wer ist sie? Eine reiche Spekulantin mit höchst unangenehmem Naturell. Sie hat ihre Konkurrenten und Regierungsbeamte getötet. Sie soll sogar ihre eigene Schwester umgebracht haben. Wenn jemand den Tod verdient, dann sie. Sagen Sie mir einfach, wo ich Thane finde. In den Dentius Towers, Penthouse von Turm 1. Mhm. Kenne ich mich aus. Und jetzt? Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Das klingt nicht danach, als würde Nasana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Juhu. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Hm. Sie bieten einfach so Ihre Hilfe an? Ohne Hintergedanken? Sie werden nach Thane suchen. Und Nasadnas Söldner werden versuchen, Sie aufzuhalten. Wenigstens lenken Sie dann Ihre Wachen ab. Sie geraten unter Feuer und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nasana umzulegen. Aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir hier noch länger rumstehen und nichts machen... Dann lassen Sie uns gehen. Gehen wir mal. Gut. Ich habe diesen ganzen Mist so satt. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Alles klar. Und jetzt ist plötzlich abends. Was für eine... Stimmungswandlung. Nein. Wandlung. Handlungsstrang. Okay, egal. Oh Gott. Aber ich finde es echt cool mit den Ladescreens, dass die immer so ein bisschen dazu passen. Ich nehme wieder Grunt mit und mal Miranda. Möchte ich mitnehmen. Ja. Ja, ja, ja. So, wir haben immer noch 2 Punkte. Grunt haben wir gerade gemacht. Wir geben hier mal noch ein bisschen Leben. So, beenden. Und da fliegen wir los. Wow. Und landen schon wieder. So schnell geht's. Ach nee, doch nicht. Fast. Die Türme sind schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Hm. Da sagt sie was Wahres. Und ich meine, wenn sie so viele Leute umbringt... Wer sind sie? Die Dantias Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Okay. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist ihre beste Chance. Vielleicht finden wir ihn, bevor es zum Äußersten kommt. Mag sein. Zumindest wissen sie, wohin er unterwegs ist. Noch einen letzten Hinweis zu den Türmen? Die Eclipse-Söldner haben sich mittlerweile bestimmt gut verschanzt. Sie wollen Nasana keinesfalls enttäuschen. Es gibt keine automatische Verteidigung oder Fallen. Achten Sie nur auf alles, was sich bewegt. Also gut, gehen wir es an. Moment! Juhu. Nicht? Doch. Ah, den einen müssen wir hoch, den kleineren. Und den anderen, da müssen wir dann die Brücke rüber. Na toll, Brücken sind auch immer so sicher. Da freue ich mich schon drauf. Dentius Tower. Perfect English. Sie haben nicht viel Zeit, man wird Sie früh genug willkommen heißen. Ja, geht klar. War. Viel Glück, Shepard. Danke. Da sind Arbeiter. Oh, was ist denn da los? Übertreib halt, was soll denn das? Was soll denn der Scheiß? Die haben doch überhaupt nichts gemacht, oder? Oh, wir wurden entdeckt! Das hat wehgetan! Ich werfe sie um! Ich geh mal weg jetzt! Verdammt, ich habe die Schilde verloren! Vorsicht, Verlust bei verbündeten Truppen! So. Müssen wir jetzt da rein, oder was? Hat ja schon wieder super angefangen. Sehe ich irgendwas, was ich mitnehmen kann? Erstmal nachladen. Aber vielleicht haben wir dann... wenigstens Munition hier rumliegen. Finde ich ganz cool so. Vielleicht. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich lang gehen soll. Links oder rechts? Links oder rechts? Hier scheint nur so ein
Lagerding zu sein. Lagerding. Oh ja, Hacken. Da bin ich so gut drin. Ich schaff das. Das. Dann das. Und das. Wow, das ging aber schnell heute. Also jetzt gerade. Bin erstaunt von mir selber. Das nehmen wir noch mit und dann sollten wir alles haben. Ja, und ihr wisst Bescheid. Jetzt ist erstmal wieder Ende. Denn wir wollen ja die Spannung aufrechterhalten. Und ihr werdet erst das nächste Mal sehen, was in den Dentist Towers passieren wird. Schaltet wieder ein das nächste Mal. Und ja, ich freue mich auf euch. Tschüss.